Ich begrüße Sie zur aktuellen Ausgabe von Inside Brüssel, direkt aus den Entscheidungszentren der Europäischen Union. Droht wegen des Streits um die Ukraine eine Eiszeit zwischen Russland und der EU knapp vor den Olympischen Winterspielen in Sotschi? Das wird eines unserer Themen sein. Wir wollen auch über die Klimapolitik der EU diskutieren, die neuen Vorschläge der Kommission zur Reduktion des Treibhausgases bis 2030 sind in Wirklichkeit ein Rückschritt, sagen Kritiker. Im offenen Studio des Europaparlaments in Brüssel begrüße ich den ÖVP-Europaabgeordneten Paul Rübig. Herr Rübig, wird eigentlich noch parlamentarisch gearbeitet hier im Parlament in Brüssel oder konzentriert sich in Wirklichkeit schon alles auf den Europawahlkampf? Es läuft die normale Arbeit und wir wissen, wenn eine Legislaturperiode ausläuft, muss alles noch durchgezogen werden, weil man ja sonst in der nächsten Periode wieder von Null beginnen muss. Und deshalb läuft hier voll der Betrieb und natürlich beginnt zu Hause auch die Vorbereitung auf den Wahlkampf. Also doppelte Arbeit, Wahlkampfvorbereitung und parlamentarische Arbeit hier. Die Europapolitiker bringen sich auf jeden Fall in Stellung, nicht nur auf nationaler Ebene, weil es diesmal auch europäische Spitzenkandidaten der Parteienfamilien geben wird, die sich für den Job des Kommissionspräsidenten bewerben. Der Kommissionspräsident ist ja so etwas wie der Regierungschef der EU. Einige europäische Spitzenkandidaten stehen fest. Der ehemalige belgische Ministerpräsident Guy Verhofstadt für die Liberalen. Der Chef der griechischen Linkspartei Syriza, Alexis Tsipras, kandidiert für die Linke. Bei den europäischen Grünen wird es ein Spitzenduo geben, bestehend aus der deutschen Jungpolitikerin Ska Keller und dem französischen Antiglobalisierungsveteran José Bové. Aber wirklich entschieden wird das Match um den Kommissionspräsidenten von den beiden großen Parteienfamilien, den Sozialdemokraten und den Christdemokraten. Bei der Europäischen Volkspartei bringt sich der ehemalige luxemburgische Premierminister Jean-Claude Juncker in Stellung. Bei den Sozialdemokraten ist Parlamentspräsident Martin Schulz als Spitzenkandidat fix. 97,3% haben Martin die Zustimmung gegeben. Zum ersten Mal haben die Menschen in Europa die Möglichkeit, durch ihre Wahlentscheidung die Richtung in der EU maßgeblich zu beeinflussen. Ich habe meine Bereitschaft erklärt und bin jetzt nicht mit dem Putzen aller möglichen Klinken in Europa beschäftigt. Sie sind wahrscheinlich oft am Telefon. Was sagt Ihnen dann da die deutsche Kanzlerin? Ja, Sie sind ja bei diesen Telefongesprächen zu Recht nicht dabei. Aber ich habe keinen Hinweis darauf, dass sie mich plötzlich nicht mehr mögen würde. Herr Rübig, wie groß ist die Unterstützung innerhalb der Europäischen Volkspartei für Jean-Claude Juncker? Ja, wir kennen alle Jean-Claude Juncker sehr gut. Wir vertrauen ihm. Er ist ein Spitzenrepräsentant auch der Europäischen Volkspartei. Und wir haben natürlich viele gute Kandidaten. Das steht gut, das steht einer Parteienfamilie gut. Und wir werden uns entscheiden, wer uns in diesen Wahlkampf führt. Nämlich in Dublin im März wird die Entscheidung fallen und darauf freuen wir uns schon. Ihr Parteichef Spindelegger sagt, die ÖVP hat sich noch nicht entschieden. Ihr Fraktionsführer, Ihr Listenerster Kara sagt, er ist für Juncker. Wie ist es bei Ihnen? Haben Sie sich entschieden? Sind Sie für Juncker oder zögern Sie noch? Es muss zuerst entschieden werden, wer überhaupt kandidiert. Dazu sind die Unterstützungen von insgesamt 3 Ländern notwendig. Und wir werden ja sehen, wer dann offizieller Kandidat ist. Und die Entscheidung fällt dann, wenn die Kandidaten offiziell genannt sind. Der Abgeordnete Rübig hält sich noch zurück. Ich begrüße Ruth Berschens, Europa-Korrespondentin des Deutschen Handelsblattes. Wie groß sind Ihrer Meinung nach die Chancen Jean-Claude Junckers? Die deutsche Kanzlerin hat ja immer signalisiert, also rasend begeistert ist sie von ihm nicht. Also ich denke, er hat Chancen, Spitzenkandidat der EVP zu werden, weil er bringt ja auch viele Vorteile mit. Er hat enorme Regierungserfahrung, er war der amtsälteste oder der älteste Regierungschef der Europäischen Union jahrelang, bevor er dann die Wahl verloren hat in Luxemburg vergangenes Jahr. Er spricht mehrere Sprachen, was viele andere Kandidaten auch nicht mitbringen. Also ich denke, da hat er Chancen. Woran ich nicht so recht glauben kann, ist, dass er Kommissionspräsident werden wird. Denn auf eines muss man doch hinweisen, wer Spitzenkandidat der EVP ist, wird nicht automatisch auch Kommissionspräsident. Das hängt davon ab, wie die Wahlen ausgehen. Wenn jetzt die Sozialdemokraten vorn sind und Martin Schulz ist der Spitzenkandidat der Sozialdemokraten, ist das für Angela Merkel akzeptabel, ein Sozialdemokrat als Gegenspieler sozusagen in Brüssel? Nun, wir haben ja eine große Koalition in Berlin, die SPD regiert mit. Also von daher würde ich sagen, natürlich ist es akzeptabel für eine große Koalition, wenn ein Sozialdemokrat in Brüssel die Kommission leiten würde.
Aber die ganzen, also wir stehen ja erst am Anfang des Prozesses. Beispielsweise es gibt ja viele Spitzenkandidaten. Ne? Ja, es gibt viele Spitzenkandidaten. Aber beispielsweise ist auch noch gar nicht entschieden, wen die Große Koalition in Berlin überhaupt in die Kommission entsenden möchte. Wird es ein Christdemokrat oder ein Sozialdemokrat sein? Das muss ja erstmal entschieden werden, bevor auf europäischer Ebene entschieden wird, wer Kommissionspräsident wird. Das ist komplizierte Entscheidungsprozesse wie immer in Europa. Ich freue mich, dass Vanessa Mock vom Wall Street Journal hier ist. Wie entscheidend wird das wirklich sein, wer jetzt zum Spitzenkandidaten nominiert wird und wer dann die Wahlen gewinnen wird, dafür, wer dann tatsächlich Regierungschef wird? Kann dann am Ende noch alles anders kommen oder werden da die Bürger wirklich ein entscheidendes Wort durch ihre Stimme bei den Europawahlen zu reden haben? Also Europawahl, denke ich, ist sowieso was ganz anderes. Also für die Spitzenkandidate-Fragen ist es immer noch, glaube ich, die Regierungen in den 27 Ländern, die da entscheiden. Und ich muss sagen, wenn ich darf, also ich habe mir das ein bisschen neulich angeschaut, wie läuft das eigentlich in Großbritannien, meine Heimat. Und es ist erstaunlich, wie wenig Interesse da es überhaupt gibt zurzeit über diese Wahl und diese eigentlich, also diese wirklich Top-Posten in der EU. Und das ist wirklich, es ist eine wirklich triste Sache eigentlich. Man fokussiert sich viel mehr über wen man eigentlich nicht haben möchte. Zum Beispiel der Franzose Michel Barnier möchte man überhaupt nicht als Spitzenkandidat der Kommission haben, weil er das ist ein Kommissar, der französische Kommissar. Genau. Und es ist gesehen so als betrachtet als großer Feind der City of London mit seinen ganzen Bankreform-Ideen und solche Sachen. Ich hoffe, dass die Großbritannien irgendwann mal auch in dieses Gespräch einspringen wird, weil das ist jetzt wirklich auch Zeit. Und genau wo in der Zeit, wo es jetzt so großen Euroskeptizismus gibt in unserem Land, müsste man auch versuchen, eigentlich jemanden Prominenten in Brüssel zu haben, damit sich auch die Briten allgemein sich mehr für Europa interessieren. David Cameron vermittelt ja oft den Eindruck, dass er mit einem Fuß schon außerhalb der EU steht. Aber wäre zum Beispiel Martin Schulz als Kommissionspräsident für Großbritannien akzeptabel? Naja, also da gibt es mehrere Faktoren. Erstens ist es ein richtig Pro-Europäer, also von dem her, und ein Deutscher. Ich glaube nicht, dass das vielleicht gut ankommen würde bei Großbritannien. Und das ist jemand auch von der falschen Partei, also von der linken Seite des politischen Spektrums. Also ich glaube, das würde eigentlich nicht so gut ankommen. Aber dann ist die Frage, wer dann? Jean-Claude Juncker zum Beispiel? Ja, könnte Cameron mit Jean-Claude Juncker? Ja, das ist wieder so ein, vielleicht so ein Kompromiss, guter Kompromisskandidat. Obwohl, ich glaube, innerhalb, also viele anderen Länder, ich glaube, Frau Merkel auch, die haben auch gesagt, wir haben jetzt die Nase voll von Herrn Juncker und er hat uns jetzt, wir haben schon zu viele Probleme mit ihm gehabt und er ist auch schon wirklich schon so lange dabei als Eurogroup-Chef und so. Will man ihn nochmal dabei haben? Er hat seinen eigenen Kopf, das mögen die Staats- und Regierungschefs also wirklich nicht so wahnsinnig. Und immer viel mehr, also sehr, sehr, sehr ausgesprochen und wird immer ausgesprochen nah und das will man nicht unbedingt. Aber ist doch auch interessant, dass hier am Beginn eines Wahlkampfs sowas wie europäische Innenpolitik passiert. Ja. Jeder denkt, okay, die Loyalität zu den Parteienfamilien, auf der anderen Seite die Länder, aus denen man kommt. Ich begrüße Elina Ravanti, Brüssel-Korrespondentin des finnischen Fernsehens. Wie ist das in Finnland? Hat da der Europawahlkampf schon begonnen oder ist das noch weit weg? Es ist noch ein bisschen weit weg. Also bei uns glaube ich, dass die letzten 2 Monate oder 6 Wochen dann entscheidend werden sein, als die Leute wirklich, die Wähler, mitgerissen werden, ob sie dann überhaupt mitgerissen werden können. Aber ich muss sagen, dass in Finnland dieses Mal, man erwartet, dass es da wesentlich mehr Interesse zu dieser Wahl sein wird als früher. Teilweise, weil diese schwere Wirtschaftskrise und Schuldenkrise ein Thema in Finnland gewesen ist. Die wahren Finnen, diese populistische Partei, hat das sehr stark vorne gebracht. Und auch natürlich deshalb, weil solche zwei finnische Namen zirkulieren, namens der finnische Finanzkommissar Olli Rehn und dann unser Premierminister Jyrki Katainen, die möglicherweise eine Spitzenposition innerhalb der EU. Werden für europäische Jobs genannt. Genau. Die wahren Finnen sind vertreten die rechtspopulistischen Parteien, die ja überall in Europa für viele Diskussionen sorgen. Sind die wahren Finnen dabei bei diesem Block, den Marine Le Pen, Geert Wilders und auch die FPÖ in Österreich zu bilden versuchen? Nein, für die wahren Finnen sind sie zu radikal. Also da sind so, also, sie sagen, da sind zu viele rassistische Elemente
zum Beispiel in der Partei von Marine Le Pen und Geert Wilders. Die wahren Finnen beziehen sich eher zu UKIP in das ist in die britische Unabhängigkeitspartei. Genau. Ein Problem der Rechtspopulisten, dass sie zwar alle gegen die EU sind, aber für was sie gemeinsam sind, das, sich zu einigen, das ist ein bisschen schwierig. Ich begrüße Philippe Ricard, Europakorrespondent der französischen Tageszeitung Le Monde. Marine Le Pen ist ja in Frankreich die Persönlichkeit, die im Hinblick auf die Europawahlen am aktivsten ist. Vor 10 Tagen hat sie eine Pressekonferenz gegeben in Paris. Da hat sie vor internationalen Journalisten gesagt, also sie träumt, wünscht sich eigentlich nur, dass die EU auseinanderfliegt. Das ist doch eine sehr, sehr radikale Position. Radikalisiert sich Le Pen und die Nationale Front gegen die EU? Ja, immer mehr gegen die EU und gegen das Euro. Ich glaube, wir sollen diesen Wahlkampf im Kontext dieser Eurozone-Krise sehen. Und das stimmt, dass in jedem Land diese Eurozone-Krise ziemlich große Auswirkungen gehabt hat. Und politisch wird das ein sehr spannendes Kontext mitbringen. Und davon wird Front National in Frankreich bestimmt profitieren. Laut der heutigen Umfragen könnte die Front National die erste Partei Ende Mai vor den Sozialisten, vor den regierenden Sozialisten, vor den Konservativen. Genau. Und deswegen gibt es ein großes Risiko, dass Marine Le Pen sich sehr, sehr scharf gegen EU und Euro profiliert. Das hat aber nicht nur mit Europa zu tun, der eventuellen Erfolg von Marine Le Pen, das hat auch mit der politischen Situation in Frankreich, die ziemlich unstabil ist, mit der wirtschaftlichen Situation in Frankreich, auch die Arbeitslosigkeit, die ziemlich hoch ist und so weiter. Das hat auch mit diesen nationalen Themen zu tun, aber bestimmt auch sehr viel mit Europa verbunden. Le Pen möchte raus aus dem Euro, zurück zum Franc, ist das richtig? Sie möchte wieder Grenzen aufbauen, sie möchte zurück zur Situation vor der Stufe der europäischen Integration, die wir jetzt haben. Ist das wirklich populär in Frankreich, zu sagen, wir wollen nicht den Euro, wir wollen den Franc, wir wollen wieder überall Grenzkontrollen, klingt eigentlich nicht sehr attraktiv? Ja, es gibt eine große Mischung von Themen, sie profitiert ein bisschen von verschiedenen Themen. Aber ich glaube, der Rückkehr zur Franc ist nicht so populär und beliebt in Frankreich. Das ist eine Fiktion. Jeder weiß das. Und jeder weiß, dass das Euro bleiben wird, trotz des eventuellen Erfolgs von Marine Le Pen. Und ich bin nicht sicher, dass diese Frage des Rückkehrs zur Franc das wichtigste Thema für Le Pen wird. Einwanderung ist viel wichtiger. Einwanderung ist viel wichtiger. Einwanderung aus der EU und aus außerhalb der EU auch. Beide Themen sind verbunden. Und ob das wirklich eine Position ist, die auch die anderen rechtspopulistischen Parteien teilen, Rückkehr zu nationalen Währungen wie Wilders in den Niederlanden oder Strache in Österreich, das ist ja auch noch eine andere Frage. Generell. Es war ja die Erwartung, wenn es europäische Spitzenkandidaten gibt, wird das weniger sein, dass es jetzt 28 nationale Wahlkämpfe sind. Es wird ein bisschen mehr sein, dass es wirklich Europawahlen und europäische Wahlen sind. Wie stehen die Chancen, dass das wirklich passiert, Herr Abgeordneter? Das ist ja auch das Ziel durch die Spitzenkandidaten, dass das klar formuliert wird, dass es nicht ein nationaler Wahlkampf ist, sondern dass hier um jene Persönlichkeiten geht, die in Zukunft Europa mitgestalten sollen. Und Europa ist eben sehr basisdemokratisch. Wir haben hier gesehen, dass die Wahlen für die Bürgerinnen und Bürger doch richtungsweisend sind. Und deshalb, glaube ich, ist es nicht eine Denkzettelwahl, wie das in den verschiedenen Ländern gewünscht ist, sondern es geht darum, die Besten auszusuchen, die dann in Europa für uns die Probleme lösen. Das wünschen sich die Regierungsparteien, ja, wenn wir sehen, ob die Wähler, die sind doch das ob die Wähler das auch so also sehen. Der Reflex bei Europawahlen ist doch immer sehr stark, zu sagen, nein, hier haben wir eine Möglichkeit zu protestieren. Ich glaube auch nicht so richtig daran, dass es eine europäische Öffentlichkeit gibt, ist doch in Wahrheit immer noch nicht. Das muss man doch mal ehrlich sein. Und die Parteien haben es ja auch nicht geschafft, europäische Listen aufzustellen. Sondern jede Partei hat ja auf dem nationalen Ebene eine Liste. Also an der Stelle hat auch innerhalb der Parteien der europäische Prozess noch nicht so das Optimum erreicht. Aber zumindest kann man einen
Kandidaten aus jeder Partei oder mehrere sogar. Das ist ja eine positive Fortentwicklung. Ein kleiner Schritt und die Idee, einen Teil der Abgeordneten auf europäischen Listen zu wählen, die hat sich ja bisher nicht durchgesetzt. Wir werden die nächsten Wochen über die verschiedenen Etappen des Europawahlkampfes diskutieren und kommen zu einem neuen Thema. Es war ein frostiges Treffen Anfang der Woche beim jährlichen EU-Russland-Gipfel in Brüssel. Was ursprünglich 2 Tage dauern sollte, wurde auf wenige Stunden verkürzt. Russlands Präsident Putin und die EU-Führung haben sich offensichtlich gehörig ihre Meinung gesagt. Hauptstreitpunkt ist die Ukraine, die Russland als Teil des eigenen Einflussbereiches sieht. Der ukrainische Präsident Janukowitsch hat ja die von Moskau geführte Eurasische Union einem Assoziierungsabkommen mit der EU vorgezogen. Die Proteste dagegen haben sich inzwischen zu einer richtiggehenden Aufstandsbewegung ausgeweitet. Die EU spricht von russischer Erpressungstaktik, die den ukrainischen Präsidenten zum Umschwenken weg von der Bindung an Brüssel gebracht hat. Russland wiederum beschuldigt die Europäer, weil sie sich offen auf die Seite der ukrainischen Opposition stellen. Fast scheint es, als werde in der Ukraine eine Art Stellvertreterkrieg zwischen Russland und dem Westen geführt. Eine brandgefährliche Situation für das intern tief gespaltene östliche Nachbarland der EU. Bei seinem Besuch in Brüssel sah sich Putin auch mit Protesten von Aktivistinnen der ukrainischen Femen konfrontiert. Wichtig ist für uns der Umgang mit der Wirtschaftspolitik und dass die Kredite zurückgezahlt werden, egal was für politische Kräfte in der Ukraine an der Macht sind. Ich bin sicher, dass die Ukrainer aus dieser Krise finden, ohne jegliche Einmischung von Russland. Viva Putin! Viva Kiew! Die EU verfolgt die Entwicklungen in der Ukraine und ist entschieden gegen Gewalt. Leider wird unsere Regierung keine Zugeständnisse machen und das Treffen zwischen Janukowitsch und der Opposition wird zu nichts führen. Wir unterstützen Janukowitsch. Er trifft sehr weise Entscheidungen und macht Zugeständnisse, damit wir diesen Konflikt noch friedlich lösen können. Ich vertraue den Versprechungen unserer Regierung und des Präsidenten überhaupt nicht mehr. Es ist mehr als einmal passiert, dass uns gesagt wurde, dass niemand verletzt wird. Und dann begann das harte Vorgehen gegen die Demonstranten. Ich vertraue ihnen nicht mehr. Deswegen sehe ich keinen Grund, hier wegzugehen. Elina, das sind Bilder wie von einer Revolution, die man da in der Ukraine sieht. Das dauert seit Wochen, das dauert schon Monate. Und diese Frontstellung mit Russland. In Finnland ist man immer sehr sensibel, was die Entwicklung in Russland betrifft. Hat man da Sorge, dass es da wirklich zu einer Art kaltem Krieg mit Russland um die Ukraine kommen könnte? Die Sorge hat man. Also es sind 2 Fragen, wozu wir eigentlich keine klaren Antworten haben. Die erste Frage ist, inwieweit ist Russland wirklich bereit, da zu gehen? Und die zweite Frage ist, wie lange wird, wenn die Situation länger noch dauert, wie lange wird das politische System Ukraines aushalten? Und was, wenn da wirklich ein Bürgerkrieg ausbrechen würde, was würde das dann innerhalb der EU heißen? Das würde dann denn der innere Zusammenhalt von der EU auch schüttern, weil es würden sicherlich Länder geben, die sehr stark dafür sind, dass EU wirklich etwas Konkretes machen würde. Die baltischen Länder vielleicht, Schweden auch, der schwedische Außenminister ist ja ein bekennender Antikommuniste und spricht sehr stark für die Ukraine. Und dann die Lager, wo die Länder nicht dieses Problem anfassen wollen. Wenn da wirklich ein Bürgerkrieg ausbrechen würde, dann würden wir sicherlich viele Flüchtlinge, ukrainische Flüchtlinge zum Beispiel in Polen sehen. Und das würde dann EU dazu zwingen, irgendeine wirklich so eine Stellung zu nehmen. Ich meine, die Gefahr eines Bürgerkrieges scheint wirklich gegeben zu sein. Das hat auch der frühere ukrainische Präsident Kravchuk gesagt. Und das ist ein Albtraum-Szenario. Ein Bürgerkrieg in der Ukraine,
Das ist eine Situation, wie sie Europa seit den Jugoslawienkriegen nicht mehr erlebt hat. Und das kann viel schlimmer sein. Vanessa, haben Sie den Eindruck, dass den Europäern bewusst ist, wie hoch der Einsatz hier ist in der Ukraine? Also wenn ich mir jetzt wieder diese Bilder anschaue von dieser Pressekonferenz mit Herr Putin, wo auch Hermann von Rompuy, der Ratspräsident, gesagt hat, ganz locker, nee, also wir haben nicht konkret über die Ukraine gesprochen bei diesem Treffen heute. Frage ich mich, ja, worüber habt ihr denn dann gesprochen? Also das ist ja, das ist erstaunlich. Und ich finde, man kann nicht irgendwie immer äußern, ja, wir machen uns wirklich große Sorgen über was da geschieht und wir rufen alle Parteien, dass sie bitte keine Gewalt benutzen. Man muss sich doch so, doch mehr einsetzen für dieses Land. Also bis das geplatzt ist mit dem Einkommen mit der Ukraine, den man eigentlich unterzeichnen wollte im letzten Herbst, hat man sich so stark für Ukraine eigentlich eingestiegen, hat man wirklich eingesetzt und jetzt irgendwie tritt man zurück. Also ich finde, und ich weiß, Frau Ashton ist da, die... ist diese Woche in Kiew, versucht zu vermitteln. Diese Woche in Kiew und ein anderer Kommissar, Stefan Fuller, ist auch im Land gewesen, aber trotzdem habe ich den Eindruck, man sollte mehr machen eigentlich. Da ist ja eine Frage, Sanktionen. Soll man mit Sanktionen drohen? Die USA haben gegen bestimmte Funktionäre der ukrainischen Führung Sanktionen durchgeführt, da sind Visa zurückgezogen worden. Ist das eine sinnvolle Art oder schüttet man da nicht Öl ins Feuer? Deutschland war da dagegen, hier so scharf jetzt vorzugehen. Ich halte das auch für problematisch, weil ich meine letztlich, wir müssen uns doch überlegen, ob wir hier noch Öl ins Feuer gießen wollen, ganz genau. Denn was haben wir der Ukraine eigentlich, sollte die Opposition dort tatsächlich den Machtkampf gewinnen, anzubieten? Wir haben ihr anzubieten ein Partnerschaftsabkommen, aber was sonst? Ja. Man stelle sich vor, stand jetzt in einer großen deutschen Zeitung, die Ukraine würde einmal den EU-Beitritt beantragen. Wie würde die EU auf so etwas eigentlich reagieren? Also da muss man doch mal ehrlich sein, dass die Ukraine Russland braucht, dass die Opposition und die Regierung in der Ukraine zusammenarbeiten müssen. Und darauf sollte die EU, und deshalb ist es gut, dass auch Mitglieder der EU-Kommission dorthin fahren, auch hinwirken, weil eine andere Chance haben wir hier nicht. Herr Rübig, die österreichische Wirtschaft ist engagiert in der Ukraine, da gibt es Bankeninteressen dort. Wie sehr ist man beunruhigt, dass diese Stabilisierung dann auch wirtschaftlich zurückschlägt negativ auf Europa? Ja, jede Krise hat eigentlich negative Auswirkungen auf die Menschen, die im Land leben. Darum sind Sanktionen eigentlich immer gegen die Bevölkerung gerichtet und nicht gegen jene, die verantwortlich sind für den Konflikt. Deshalb bin ich immer im Prinzip gegen Sanktionen. Ich glaube, das, was man dort anbieten sollte, ist Hilfe. Nämlich erstens einmal, dass dort Wahlen überfällig sind. Ich glaube, dass man mit Wahlen hier durchaus die Richtung wieder neu bestimmen könnte. Es reicht nicht, die Regierung auszuwechseln, sondern ich glaube, dass man mit Wahlen klar das Bedürfnis... Also Neuwahlen jetzt. Neuwahlen sollte man dementsprechend gestalten. Und weder Europa noch Russland sollten sich einmischen in diesen Konflikt. Ich glaube, es ist zuallererst eine Entscheidung im Land zu treffen, welche Führung das Land repräsentieren soll. Und dann soll sich die Führung mit der Bevölkerung entscheiden, mit wem sie enger zusammenarbeiten wollen. Ich glaube, Sanktionen kommen nicht in Frage. Zurzeit gibt es kaum ein Land, ein EU-Land, das... Litauen ist dafür, nicht? Litauen ist dafür, aber die größte Mehrheit der Länder sind eher dagegen. Das wäre vielleicht das beste Mittel, um Ukraine immer mehr an Russland zu nähern. Ja. Und deswegen wäre vielleicht ein Irrtum, das zu tun. Aber trotzdem gibt es große Spannungen, was Ukraine angeht, zwischen Russland und EU. Ich bin nicht deiner Meinung. Ich glaube, Sie haben sehr viel über Ukraine gesprochen. Nicht im Einzelnen, hat Van Rompuy gesagt, aber Sie haben sehr viel über Ukraine gesprochen, weil Sie sehr viel über die Nachbarschaft beider Blocks gesprochen haben. Und Ukraine liegt inmitten dieser Problematik. Und das war das Thema des Gipfels zwischen Putin und Van Rompuy und Barroso. Wie sehr ist in Frankreich die Ukraine als das Brandthema, das außenpolitische Thema des Augenblicks wirklich präsent? Die französische Außenpolitik ist an Afrika interessiert, der französische Präsident hat viele interne Probleme. Elina hat gesagt, es gibt ganz unterschiedliche Sensibilitäten. In Europa gehört Frankreich eher zu denen, die sagen, bitte lasst uns mit den Problemen im Osten, in Ruhe, wir haben genügend Probleme in anderen Bereichen? Frankreich sowie Deutschland haben große Vorsorge, wenn es um die
die Erweiterung der EU nach Ukraine gibt. Das stimmt. Frankreich sowie Deutschland eher dagegen sind. Ein EU-Beitritt der Ukraine ist nicht denkbar. Kommt nicht in Frage. Aber trotzdem ist Frankreich daran interessiert, ein Abkommen mit Ukraine unterschreiben zu können. Wie die Jugoslawien-Krise sich vor Jahrzehnten zu einem blutigen Bürgerkrieg entwickelt hat, da war ein Grund, dass die Europäer nicht einig waren. Dass Deutschland auf der einen Seite war, Frankreich auf der anderen Seite war, Amerika hat sich zurückgehalten. Ist ein bisschen die Gefahr, wenn es in der Ukraine sich die Situation eskaliert, die Krise weiter vertieft, dass dann die Europäer handelsunfähig sind? Oder ist es nicht anders, weil es jetzt Ashton gibt und weil die europäische Außenpolitik doch größere Ansprüche hat als früher? Schwer zu sagen. Ich glaube, also ein Schlüssel zur Lösung der Krise ist auch, einen enger Kontakt mit Präsident Putin zu halten, weil seine Position innerhalb Russland ist schwächer geworden. Also laut den Umfragen in dem fernen Osten, wo diese neue Wellen offen kommen, ist seine Unterstützung sehr stark nach unten gegangen, auch in den großen Städten Moskau, St. Petersburg. Also ihn unterstützen eigentlich die treuesten Fans von Putin, befinden sich in kleinen Städten und kleinen Dörfern, wo die Leute nur der Fernsehkanal 1, diese Kreml-Kanal gucken und glücklich darüber sind, dass die Pensionen jetzt regelmäßig bezahlt werden. Aber er ist der unbestrittene Herrscher Russlands. Ich habe da auch gewisse Zweifel, ehrlich gesagt. Und für ihn hat alles sehr viel mit Innenpolitik zu tun. Also diese Olympischen Spiele in Sochi dienen dazu, dass er auch seine Stärke innerhalb des Landes zeigen möchte. Auch Ukraine und seine Haltung gegen der EU gegenüber. Und meiner Meinung nach wäre es sehr wesentlich, einen Kontakt mit Herrn Putin zu haben und ihn wirklich darüber zu überzeugen, dass Ukraine sowohl die Wirtschaftsbeziehungen mit Russland haben kann, als auch mit der EU. Das wird schwierig sein, aber das muss man versuchen. Die Winterspiele von Sochi sind sicherlich für die ukrainische Opposition jetzt ein Geschenk des Himmels, denn solange die Winterspiele in Sochi noch nicht abgeschlossen sind, hat die russische Führung kein Interesse, dass es zu einem großen Desaster in der Ukraine kommt. Wenn dieses Window of Opportunity vorbei ist, dann könnte sich die Situation sehr rasch verhärten. Aber geht natürlich auch um die Gaslieferungen. Ich glaube, für Russland ist es extrem wichtig, diese Pipeline durch Ukraine in Gang zu halten. Das ist für Europa wichtig, weil es für uns nicht akzeptabel ist, dass dann in den Wohnzimmern kalt wird. Und für Putin ist natürlich diese Einnahmequelle, des Gas im europäischen Markt verkaufen zu können, enorm wichtig. Also weder Europa noch Russland hat Interesse, dass dort der Konflikt eskaliert. Und deshalb sollten eigentlich beide Seiten bemüht sein, dort wieder Strukturen herzustellen, mit denen man nachhaltig sprechen und verhandeln kann. Und hier ist das Angebot zu sprechen, glaube ich, in den Mittelpunkt zu stellen. Also ich denke auch, dass Russland ein massives wirtschaftliches Interesse daran hat, diesen Konflikt in der Ukraine beizulegen. Es gab jetzt gerade eine Umfrage im Ostausschuss der deutschen Wirtschaft. Das sind die 105 Unternehmen, die Deutschen, die in Russland engagiert sind. Und die stellen bereits jetzt fest, dass die Investitionsbereitschaft westlicher Unternehmen in dem Land abnimmt, wegen des Konfliktes in der Ukraine. Und das ist natürlich was Putin sicherlich auch wahrnimmt. Und daran kann er einfach kein Interesse haben. Er benötigt ja europäische Investoren. Und die EU ist für ihn der wichtigste Absatzmarkt. Also an der Stelle bin ich eigentlich doch zuversichtlich, dass beide Seiten hier ein Interesse daran haben, die Sache irgendwie beigelegt zu bekommen. Also wirtschaftlich wäre eher das Interesse eines Kompromisses, vielleicht auf der Grundlage der Einsicht, okay, die Ukraine soll weder eindeutig auf der einen Seite stehen, noch eindeutig auf der anderen Seite sein, sondern irgendwie neutral sein. Aber politisch schaut es im Augenblick anders aus. Und inmitten einer Revolution, wie wir sie jetzt in der Ukraine erleben, da kann sehr rasch sehr viel passieren, auch in Richtungen, die von den jeweiligen politischen Führungen nicht gewollt werden. Wir kommen zu einem neuen Thema. Seit der Finanzkrise ist die Klimapolitik in den Hintergrund getreten, weltweit und nicht nur in Europa. Aber die globale Erwärmung macht keinen Halt, nur weil die Politik sich anderen Fragen zuwendet. In der EU beginnt jetzt eine Diskussion um die längerfristige Klimapolitik. Bis 2020 sollte der Kohlendioxidausstoß um 20% reduziert werden. Das ist ja fix.
Die EU-Kommission schlägt jetzt vor, diese Reduzierung bis 2030 auf 40% zu erhöhen. Auch der Anteil der erneuerbaren Energie soll steigen auf 27%. Allerdings, dieses europäische Ziel will man erreichen, ohne dass jedes Land seine eigenen verbindlichen Vorgaben bekommt. Es wird weniger Verbindlichkeit in Europa geben, wenn es um das Klima geht. Ebenfalls keine EU-Regeln will die Kommission für die Förderung des Schiefergases aufstellen, das sogenannte Fracking, das in den USA hilft, die Wirtschaft zu beleben. Die EU-Staaten sollen alleine entscheiden, ob sie Schiefergasförderung zulassen oder nicht und mit welchen Auflagen das verbunden sein soll, so lautet der Vorschlag der Kommission. Die Grünen und andere Kritiker sprechen von einem Rückschritt durch weniger Europa, gerade in der Klimapolitik. Die Wirtschaft warnt zwar vor allzu hoch gesteckten Zielen, hat aber gegen größeren Handlungsspielraum für nationale Regierungen nichts einzuwenden. Wir schlagen bis 2030 ein verbindliches Ziel von 40% CO2-Reduktion im Vergleich zu 1990 vor. Das ist ambitioniert, aber machbar. Außerdem sollen erneuerbare Energien auf EU-Ebene 27% des Energieverbrauchs ausmachen. Es ist ein Fortschritt in den Zahlen, aber wirklich gesehen ist es ein Rückschritt. Denn was wir wirklich brauchen sind, und was Friends of the Earth auch fordert, sind wirklich ungefähr 60-80% als CO2-Minderungsziel. Nur dann können wir die Folgen des Klimawandels vermindern, besonders für Mensch und Natur, Umwelt, weltweit. Und es geht dabei nicht nur um Europa. In der Europäischen Kommission wissen wir, dass das Klimaproblem sich nicht von selbst gelöst hat, während wir mit der Wirtschaftskrise beschäftigt waren. Aber wir wissen auch, dass die Energiewende und der Kampf gegen den Klimawandel mit der Wirtschaft Hand in Hand gehen müssen. Wenn wir kein fixes Ziel für Erneuerbare festlegen, könnten sich einige EU-Länder von der Kommission ermutigt sehen, in die Atomkraft zu investieren. Herr Rübig, die Klimapolitik, heiß umfedert, wild umstritten, ist es ein Fortschritt oder ein Rückschritt? Hat sich da die Wirtschaft durchgesetzt gegen die Klimabefürworter des Kampfes gegen den Klimawandel? Ja, Europa ist auf alle Fälle ein globales Vorbild im Bereich Klima. Ich glaube, wir können stolz darauf sein, dass wir unsere Ziele, nämlich die 20% sehr wohl erreichen werden bis 2020. Und derzeit befinden wir uns in einer Debatte bis 2030, wie hier die Klimapolitik weitergetragen werden soll. Für uns ist es natürlich wichtig, dass man die Versorgungssicherheit in den Mittelpunkt stellt und vor allem auch die Leistbarkeit. Das ist ja ganz entscheidend, dass also auch Energie eine soziale Frage geworden ist. Viele Menschen können sich die heutigen Energiepreise nicht mehr leisten und ich bin eigentlich entsetzt darüber, dass zehntausende Haushalte vom Netz genommen werden und im Winter es in der Wohnung kalt geworden ist, weil sich die Menschen die Energie nicht mehr leisten können. Wo ist das der Fall? Das ist auch in Österreich der Fall, dass den Menschen die Stromzufuhr einfach abgedreht wird. Und in vielen Ländern Europas findet das heute statt. Und gerade in Bulgarien, in Rumänien macht die Energiekosten einen Großteil des Haushaltes aus. Also hier ist schon mit Vorsicht vorzugehen. Da geht es nicht nur um die Wirtschaft. Da geht es auf der einen Seite ambitionierte Ziele zu setzen. Da haben wir uns, glaube ich, klar darauf geeinigt. Das Parlament möchte ja die drei Ziele verbindlich haben. Wir haben jetzt gesehen, dass die Kommission mit zwei verbindlichen Zielen kommt, nämlich quantitativen Zielen. Ich glaube, wir brauchen auch qualitative Ziele dazu, nämlich die Wirtschaftlichkeit. Das ist etwas ganz Wichtiges für die Bürgerinnen und Bürger und natürlich auch die Energieeffizienz. Im Industrieausschuss des Europaparlaments, da sind Sie ja einer der Abgeordneten, gibt es eine Diskussion um die Emissionsbegrenzung. Ich lese im Wiener Magazin, Wochenmagazin Profil, dass der Landwirtschaftsminister, der neue Landwirtschaftsminister Rupprecht, da enttäuscht ist, weil Sie, ein Parteifreund, von ihm eine Novelle zur Emissionsbegrenzung vereitelt haben, sich dagegen ausgesprochen haben. Was läuft da im Industrieausschuss? Ich muss sagen, ich bin dem Umweltminister dankbar, dass er sich dafür einsetzt, dass dieser Eingriff in das Emissionshandelssystem natürlich einer Debatte bedarf.
Er ist natürlich sehr daran interessiert, dass Windenergie, Photovoltaik, die erneuerbare Energie wettbewerbsfähiger wird durch eine Herausnahme von Mengen, von Tonnen von CO2 aus dem Handelssystem, würden natürlich die Preise auch dementsprechend steigen. Aber leider hat auch die Atomindustrie ein sehr großes Interesse, dass die Preise steigen. Nachdem Atomkraftwerke sehr wenig CO2 emittieren, wären sie die großen Gewinner in dieser Herausnahme von Kontingenten. Also da ist der Umweltminister und der Wirtschaftsvertreter der ÖVP ist da nicht ganz auf der gleichen Linie. Ich glaube, wir sind uns durchaus einig. Die Frage ist nur, wenn jetzt Mengen herausgenommen werden, hat er schon gesprochen mit dem Finanzminister, wer das dann bezahlt, und hat er schon gesprochen mit den Bürgerinnen und Bürgern, ob die das akzeptieren, dass die Preise bei Energie noch immer steigen. Ruth, Deutschland hat skeptisch reagiert auf diese Vorschläge der Kommission. Warum eigentlich? Naja, Deutschland hat sich ja im Gegensatz zu Nachbarländern wie Frankreich und Großbritannien dafür entschieden, die erneuerbaren Energien auszubauen und die Atomkraftwerke abzuschalten. Und da ist man natürlich nicht erfreut darüber, dass nun das erneuerbare Energienziel nur noch so wachsweich formuliert wurde, dass es keine konkreten Vorgaben, Verpflichtende für die einzelnen Staaten gibt. Ich muss sagen, ich sehe diese deutsche Haltung etwas kritisch, weil man kann ja nicht erwarten, so andersherum, in den internationalen Klimaverhandlungen geht es darum, den CO2-Ausstoß zu senken. Da ist auch ein Ziel festgelegt worden. Es geht nicht darum zu sagen, wie man das erreicht. Es geht nicht darum zu sagen, Atomkraftwerke abzuschalten. Das ist nicht das Ziel der internationalen Klimaverhandlungen. Und der Energiemix ist auch in der EU eine nationale Angelegenheit. Jedes Land entscheidet selbst darüber, das ist allgemein akzeptiert, auf welche Art von Energie man sich konzentriert. Frankreich hat sich auf die Atomenergie konzentriert, Großbritannien baut die Atomenergie aus und das ist auch völlig legitim. Da kann man nicht auf der anderen Seite hingehen und auf EU-Ebene bestimmte Länder zwingen, nun doch mehr auf erneuerbare Energien zu setzen. Ja, aber die Deutschen haben da ein sehr gutes Argument und sagen, das ist ein Sektor, wo wir als Europäer wirklich stark sagen könnten. Und wenn wir dafür einen großen europäischen Markt für erneuerbare Energien schaffen, dann könnten wir eigentlich diese Industrie vorantreiben. Und das wird jetzt nicht der Fall sein. Und dann ist auch die Frage, wie wird das in der Wirklichkeit dann funktionieren? Weil jetzt haben wir ein globales Ziel für die ganze EU, 27% mehr erneuerbare Energie. Aber dann haben Länder wie Frankreich und Großbritannien gesagt, okay, wir machen viel weniger erneuerbare Energie. Und das heißt dann, Deutschland und Länder wie Portugal oder Irland müssen dann viel mehr dann sich in diese Energie einsetzen. Das ist doch die freiwillige Entscheidung, Deutschlands auf Atomenergie. Nein, klar. Nicht mehr auf Atomenergie. Nee, aber jetzt sage ich, diesen Vorschlag von der Kommission, wie soll das eigentlich funktionieren in der Tatsache? Und dazu haben die auch keine richtige Antwort, scheint mir. Also das ist so was, eine ganz komische Konstruktion irgendwie. Und ich weiß nicht genau, wie das ausfallen wird, ob das richtig klappen wird. Wie sieht man das in Großbritannien eigentlich? Das heißt ja eigentlich in der Klimapolitik ein bisschen weniger Europa, ein bisschen mehr Rechte an die Mitgliedstaaten. Das müsste ja Richtung des Denkens des Prime Ministers gehen. Die haben gejubelt. Die haben gesagt, das ist super, das ist genauso gelaufen, wie wir wollten. Wir dürfen mehr Atomkraftwerke bauen. Und wir dürfen, sehr, sehr wichtig für Großbritannien auch, uns viel mehr jetzt einsetzen fürs Schiefergas. Und da sind sie auch sehr enthusiastisch. Die haben gesehen, was für einen enormen Effekt das gehabt hat in den Vereinigten Staaten und denken, okay, wir haben jetzt, das ist auch übrigens eine sehr große Frage zurzeit in Großbritannien, die hohen Energiepreise, und sagen, okay, wenn wir auch ein kleines bisschen Potenzial der Schiefergasse Fracking, Schiefergasförderung, wenn wir das haben könnten, dann wäre das schon für unsere Bevölkerung was sehr Gutes. Andererseits bin ich trotzdem der Meinung, die Kommission sollte sehr, sehr ambitiös sein. Und besonders jetzt am Anfang des Prozesses, weil wir haben jetzt diese Vorschläge, aber das ist noch lange nicht fertig. Wir haben bis 2050 um 15, um das irgendwie zu debattieren und dann um das konkret zu machen. Schiefergas in Frankreich ein Thema? Ja, aber das ist streng verboten. Ja. So, ich glaube, dass diese ganze Geschichte über diese neuen Klimaziele, das ist ein Beweis mehr, zum zeigen, dass die EU-Länder nach der Eurozone-Krise, nach der Finanzkrise, sehr schwierig haben, eine gemeinsame Ambition zusammen zu
Also sich wirklich gemeinsame Ziele zu setzen. Zu setzen, ja. Und vor 5 oder 6 Jahren mit diesen 20-20-20 Zielen, das war eine Art Umwelt- und Energiepolitik. EU-Energiepolitik, das war der Beginn davon. Und dieses Mal, das ist eher das Gegenteil. Jeder hat für seine eigenen Interessen gekämpft. Großbritannien, das war genau der Fall, Frankreich auch, oder Deutschland, Finnland sogar bestimmt. Und die gemeinsame Ambition ist niedriger geworden. Also eine längere Leine, die Mitgliedstaaten sind an einer längeren Leine, was die Klimapolitik betrifft. Wie ist das in Finnland? Fracking, Schiefergasförderung, ist das ein Thema? Eigentlich nicht. Also bei uns ist diese Resonanz zu diesem Vorschlag von der Kommission oder zu diesem Paket gespalten gewesen. Teile der Unternehmen sind sehr froh darüber, dass diese Vorschriften mehr Markt für Cleantech-Unternehmen, also für diese saubere Technikunternehmen schaffen würden. Und das ist, diese Cleantech ist jetzt etwas, wozu Finnland sehr stark setzt und wo Finnland auch sehr starke Hoffnungen hat. Wir hatten ja einen Giganten Nokia, der jetzt so weniger gigantisch ist. Ja, so gut wie nichts ist. Und jetzt erhofft sich Finnland wieder einen neuen Schwung aus diesem Cleantech-Unternehmen. Es ist heute eine internationale Studie bekannt geworden, dass das große Problem der Europäer im Vergleich zu den Amerikanern die hohen Energiepreise sind. Da gibt es eine Studie, in den nächsten 20 Jahren wird diese Differenz nicht aufgeholt werden. Unter anderem, weil Fracking, diese Schiefergasförderung in Europa so verpönt ist. Werden sich diese Europäer das leisten können, da in den nächsten Jahren, vielleicht auch Jahrzehnten, zu sagen, das wollen wir nicht, dafür zahlen wir 2-mal, 3-mal höhere Energiepreise als die USA. Faktum ist, dass Österreich beim Beitritt Österreichs darauf bestanden hat, dass jedes Land in der Europäischen Union selbst darüber entscheiden kann, welche Energie sie erzeugen und wie sie die Energie erzeugen. Und deshalb ist jetzt Energieerzeugung rein nationale Kompetenz. Österreich hat das gemacht, um Atomkraftproduktion in Österreich zu verhindern. Und jetzt muss man natürlich diese prinzipielle Entscheidung, die hier getroffen wird, dementsprechend anerkennen. Ich glaube, dass natürlich viele Verfahren jetzt zu diskutieren sind. Wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht mit Geothermie, also Bohrungen, wo man Warmwasser aus der Erde herausholt. Die Erdschicht ist ja sehr dünn. Und ich glaube, dass auch Österreich hier vorbildlich unterwegs ist bei der Sanierung von Häusern, der thermische Sanierung von Häusern, wo man ganz einfach Wasser-Wärmepumpen dementsprechend einsetzt und die Erdwärme dazu benutzt, Häuser zu heizen, Häuser zu kühlen. Und diese Technologien verkaufen sich weltweit sehr gut. In Österreich hat sich da eine völlig neue Industrie entwickelt, die ausgezeichnete Geschäfte mit dieser erneuerbaren Energie macht. Aber die Differenz in den Energiepreisen zwischen Amerika und Europa, wir werden wahrscheinlich die geothermischen Häuser in Österreich auch nicht ausgleichen. Nee, aber die Differenz wird natürlich, das ist natürlich momentan ein Wettbewerbsproblem zwischen den USA und Europa, gar keine Frage. Es gibt auch Unternehmen, die wegen der hohen Energiepreise ihre Zelte in Europa abbrechen und in die USA ziehen. Auf der anderen Seite sind die Prognosen in Amerika für dieses Fracking aber gar nicht so günstig. Nee. Ne? Also viele sagen, das ist ein Strohfeuer. Viele sagen, dass diese Quellen sehr bald versiegen werden und dass die Amerikaner dann ein großes energiepolitisches Problem bekommen. Man muss die Dinge ja auch gerade in der Energiepolitik etwas langfristiger sehen und gucken, wo ist hier eigentlich die Nachhaltigkeit. Und da gibt es an dem Fracking-Verfahren große Zweifel. Und deswegen auch dieses deutsche Argument, einen europäischen Markt für erneuerbare Energien, weil dann sinken die Kosten. Und das ist schon eigentlich schon passiert auch in den letzten Jahren, seit diese 2020-Ziele eigentlich, dass die Preise für zum Beispiel Windkraft oder Sonnenpanelen, dass die eigentlich schon sehr stark gesunken sind. Und das könnte, wenn man sich richtig dafür engagieren könnte, würde man sehen, dass es auch eigentlich viel rentabler ist, langfristig. In Deutschland sind die Energiepreise Kurze Frage nur zur Atomkraft. Gibt es in Frankreich, gibt es eine Diskussion um Atomkraft oder nicht? Es gibt ja Grüne in der Regierung, die Grünen sind gegen Atomkraft. Aber ist das ein Diskussionsprozess, Ausstieg aus der Atomkraft oder ist das völlig zur Seite geschoben? Es gibt immer noch einige Grünen, ja, die das fördern. Das ist klar, das ist eine dauernde Diskussion. Aber zurzeit ist diese Diskussion nicht so stark.
nichts Besonderes nach den Fukushima-Ereignissen. Es gab einige Spannungen über dieses Thema kurz nach diesen Ereignissen, aber inzwischen gibt es kaum eine Diskussion. Aber der sozialistische und grüne Regierung, die haben sich dafür entschieden, den Anteil der Atomenergie ein bisschen zu senken. Von 75% auf 50% der Stromproduktion zu senken. Das ist schon ziemlich anspruchsvoll. Mal gucken, ob sie das schaffen werden. Es gibt viele Zweifel daran, aber ja. In Deutschland, Ausstieg aus der Atomenergie steht nicht in Frage, trotz der hohen Energiekosten. Absolut nicht. Die große Mehrheit der Bevölkerung unterstützt diese Entscheidung. Und an der Stelle muss man sagen, dafür nehmen die Deutschen eben auch höhere Energiepreise in Kauf, weil natürlich hat der Ausbau der erneuerbaren Energien die Energiepreise in Deutschland enorm hoch. Ausstieg in Deutschland, Einstieg in Großbritannien? Völlig Einstieg. Wir haben ein riesiges Projekt, auch dank GDF Suez, ein französisches Unternehmen, das jetzt Hinkley Point heißt, sehr kontroversiell. EDF. Und das wird so ein richtig State-of-the-Art ein Atomwerk, riesengroß und ein neues Atomkraftwerk. Ohne Debatte. Und die Regierung hat sich völlig dahinter gesetzt und hat schon einige Projekte für andere solche ähnliche Projekte und sagen, das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, um unsere Energiekosten. Also, wenn ich dazu noch ein Wort sagen darf, ja. Ich glaube nicht die Tatsache, dass Großbritannien sich für Atomenergie entscheidet, ist kritisch zu sehen. Wohl aber die Tatsache, dass die britische Regierung hier einen Subventionsapparat Absolut. In Gang aber setzt. Aber das untersucht zurzeit die EU. Der ist unglaublich. Die Kommission. Also die Kernenergie rechnet sich ja gar nicht. Ohne Subvention rechnet sich die Kernenergie nicht. Das ist das Problem. Und was wir hier sehen, ist, was wir normalerweise stolz sind in Europa, nämlich große Vielfalt. Ja. Ob das bei der Energiepolitik in dem Ausmaß, wie das sich zurzeit entwickelt, wirklich so etwas Tolles ist, das kann bezweifelt werden. Wir sind am Ende unserer Sendezeit. Ich bedanke mich für eine angeregte Debatte hier im offenen Studio des Europaparlaments. Bei Ihnen zu Hause ein Dankeschön, dass Sie dabei waren. Ich darf mich verabschieden. Wir sind mit Inside Brüssel wieder in einer Woche dran, am gleichen Tag, zur gleichen Zeit. Es geht weiter mit dem Informationsprogramm von ORF3.